Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny. Und damit beginnt jetzt auch Generation 3. Vorab sei dazu gesagt, das neue Pack kam ja raus. Aber ich besitze es noch nicht. Ich möchte mir das erst holen, wenn es weniger Geld kostet. Deswegen sind jetzt noch keine neuen Tätigkeiten in unserem Dokument drin. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir sind jetzt hier in Glimmerbrook. Und haben ganze 2 Simoleons. Und das hier ist unser wunderschönes Haus, wenn man das so nennen möchte. Und wenn man reingeht, wird es auch nicht besser. Also wir haben nur einen Busch, nicht mal ein Klo. Aber immerhin haben wir ein Bett, eine Dusche, einen Kühlschrank und sogar einen Fernseher und ein Regal. Crazy, oder? Bücher haben wir sogar auch. Also es ist Luxus. Nee, natürlich nicht. Aber das wird schon alles laufen. Ich lasse sie jetzt erstmal die Karriere einschlagen. Denn wir hatten ja vor, mit ihr in die Tech-Guru-Karriere zu gehen. Weil sie ist ja unsere Programmiererin gewesen. Und da beginnt sie als Live-Chat-Beraterin. 8 Stunden, 40 Simoleons die Stunde ist in Ordnung. Sie muss Videospiele spielen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt gerade mit uns, aber es ist in Ordnung. Aber es wurde sich auch gewünscht, dass wir Sunny ein kleines Umstyling geben. Weil das, was sie so erlebt hat, war ja schon ziemlich traumatisch. Und deswegen, vielleicht möchte sie jetzt ein bisschen was ändern. Also ich möchte ihr auf jeden Fall eine neue Frisur geben dann. Und vielleicht finde ich ja ein Tattoo, was zu der Sache passt. Und ansonsten mal schauen. Außerdem wisst ihr ja, wie sehr ich Umstylings liebe. Deswegen tun wir das so oder so. Auf geht's, ab geht's. Dann sind wir auch erstmal bereit, sag ich mal. Ich habe jetzt nicht so viel geändert, aber zuallererst habe ich ihr dann eine neue Frisur gegeben, die ich übrigens sehr, sehr süß finde. Es ist, als hätte sie jetzt einfach ihre Haare so halt offen. Finde ich halt auch realistisch, ehrlich gesagt. Und ich habe ihr dieses Tattoo gegeben, was dann quasi ja symbolisieren könnte, dass das halt so deren Hände sind. So. Ich finde das halt sehr, sehr süß, weil damit zeigt sie ja, dass sie ihm trotzdem noch verbunden ist, sag ich mal. Ja, ich habe ihr Outfit so gelassen, weil A, finde ich das noch richtig passend zu ihr. Und ich glaube, gerade jetzt, wo sie in einer Situation ist, wo ihr Haus noch nicht ganz vollständig ist, würde sie quasi ihre Sachen nicht wegtun. Und die meisten Sachen haben wir bei ihr noch gar nicht so gesehen. Deswegen habe ich halt gesagt, okay, wir machen einfach dann ein neues Alltagsoutfit. Dann haben wir einmal dieses Süße. Sehr, sehr toll, finde ich. Ich liebe es sehr. Ich finde, sie passt da auch sehr gut rein. Ich weiß noch nicht so ganz, ob es zu ihrem Charakter passt, aber ich mag es trotzdem sehr gerne. Und dann haben wir noch das hier. Da haben wir halt auch das Grau, weil sie mag ja die Farbe Grau. Ich weiß nicht, aber es steht ihr auch sehr, sehr gut. Deswegen, ich denke, dass es erstmal so in Ordnung ist. Ja, dann mal ab geht's mit der kleinen Maus. Also, wir generieren mehr für heute. 42. Wir sollen zunehmen. Dafür müssen wir ziemlich viel essen eigentlich. Und ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass sie so quasi ihren Frust ein bisschen oder ihre Trauer versucht zu verdrängen. Deswegen bestellt sie sich jetzt einfach ein bisschen was in der Bar, weil die Chips sind ja kostenlos. Ute Anansiala. Moin. Dann gönnen wir uns auf jeden Fall Chips. Sie wird jetzt hier erstmal ein bisschen sitzen und ein paar Chips zu sich nehmen, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Getränk bestellen, weißt?
Sie hat noch nicht mal Geld. Sie hat 2 Simoleons. Also Wasser kann sie sich bestellen, aber das war es dann auch. Hier, mehr Chips. Oh, guck mal, unsere Tante ist hier. Was habe ich gesagt? Vielleicht ist das ja tatsächlich hier eine Sache, dass wir mit ihr gut klarkommen. Ich finde das gerade sehr, sehr spannend, dass sie ausgerechnet hier auftaucht, wenn wir hier sind. Und wir verstehen uns mit ihr auch sehr gut. Immer kein Kompatibilitätsdings. Aber vielleicht kann sie uns ja in irgendeiner Form helfen. Die Mixerin ist einfach hier weggegangen. Sie so, nö. Also ob ich jetzt wirklich zunehme davon, weiß ich nicht. Aber wir essen auf jeden Fall noch ein paar Chips heute und dann wird das schon in Ordnung gehen. Sie würde auch gerne etwas trinken. Ich meine, Wasser kann sie sich ja leisten. Das kostet ja nichts. Und dann gönnt sie sich nochmal Chips. Oh, Sunny und Anissa sind vielleicht Spaßvögel. Und ich glaube, erstmal sehe ich das auf jeden Fall bei denen. Also ich meine, die verstehen sich ja gerade super gut und so. Warum nicht? Also wie gesagt, ich finde das sehr, sehr spannend, dass sie gerade hier ist und dass sie jetzt halt dann auch sich direkt zu uns setzt und so. We will see, was das hier bringt, ne? Wenn die sich gut verstehen, ist doch schön. Dann hat sie zumindest schon mal noch ihre Tante, weil so richtig Freunde hat sie jetzt ja nicht zurzeit. Wer ist er denn? Wo ist er? Wer ist das? Ben. Hallo. Ach, das ist schon ein Erwachsener. Ernest auch. Wir sind dann verwandt in irgendeiner Form, ne? Unser Onkel ist das. Anti-Schwarm. Wir sind verwandt. Das wäre auch sehr kritisch, wenn du einen Schwarm auf mich hättest. Und ich finde ihn nervig. Also ich glaube, das ist nicht so unsere Welt. Moritz Rosa ist aber auch ein Erwachsener. Also wenn wir hier jemanden finden wollen, wo es ein bisschen mit uns läuft und so. Also und wenn es nur freundschaftlich ist. Also vielleicht wären Leute in ihrem Alter auch mal ganz gut. Ich meine, ihre Tante ist ja nicht so viel älter als sie. Aber es ist halt trotzdem Familie. So, sie muss mal auf Klo und nimmt sie sich nochmal Chips. Ich glaube, dann reicht es auch erstmal. Also entweder hat sie halt dann davon zugenommen oder halt nicht. Aber ich denke schon ein bisschen, auch wenn es jetzt nicht merklich ist, aber sie hat erstmal ein bisschen Frost gehabt, ja. Sie klaut jetzt einfach noch ein Trinken. Schön. Sie ist einfach fantastisch. Und dann würde ich mich eigentlich gerne aufmachen, hier ein bisschen Geld zu verdienen. Ne? Es ist halt die Frage, ob es hier viel gibt. Na, eigentlich in so einer Magiewelt müsste es eigentlich so sein, ne? Hier sind schon mal Frösche, noch mehr Frösche. Das ist schon mal gut. Hier kann man was graben, hier hinten kann man angeln. Damit kennt sie sich ja auch ein bisschen aus. Hier sind sehr viele Frösche. Aber ich habe kein Problem damit. Hier ist dieses Portal. Wir können da sogar hin. Ich dachte, da können nur Magier hin. Aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Die öffnen wir aber nicht. 100 gibt er? Wow. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Rubinium. Wow. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Oh, das ist richtig süß. Noch eine Kapsel. Den Kalkstein extrahieren wir mal. Prähistorischer Hufabdruck. Und das? Ein Fossilstein. 175! Oh Gott, dann ist das Dings da. Same. Und den teuren bieten wir mit dem für 25. Habe ich noch einen von den 10 bekommen? Och, Manu. Das weg, das weg. Das kann weg. 500? Wow. Hör mal, da können wir uns vielleicht ein Licht leisten. Als ob wir direkt Rechnungen zahlen müssen. Bisschen asozial hier. Nicht mal Post haben wir bekommen. Aber wir müssen hier noch abstimmen. Das hier nehmen wir auf keinen Fall. Wie wäre es mit Autarki? Ach, wir hätten technische Dings nehmen sollen. Warte mal. Ich habe nicht mehr genug. Egal. So, dann gehen wir duschen. Oh, das ist so eine Dings, wo man Schneekugeln herkriegt. Aber wir nutzen das nicht. Das wäre ein bisschen cheaty, oder? Weil sonst könnte ich ja theoretisch die ganze Zeit so welche Sachen platzieren. Und dann daraus halt dann Geld machen. Aber wir müssen uns ja zumindest ein vernünftiges Klo leisten können. Oder halt ein Counter. Ist halt die Frage, was wollen wir lieber, ne? Ich meine, Klo haben wir theoretisch auch mit dem Busch. Wir können jetzt theoretisch sogar beides leisten, glaube ich. Wenn wir nicht das teuerste nehmen. Wir müssen ja nicht die abgeranzte nehmen. Ich glaube, ich nehme doch das blaue. Und dann Klo. Guck mal. Ich finde die hier gar nicht so schlecht. Die macht eigentlich ganz gut Licht. Ist doch schon viel besser. So, und dann können wir weiter was zu essen machen. Sie möchte sich ausheulen, kann ich auch total feststehen. Och Mann, Moon. Sie so, ja, wie geht's dir? Oh mein Gott, sie schneidet sich sofort. Ja, weißt du, Moon macht sich immer direkt Gedanken, ne? Ob alles hier so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Dann kann sie ja ihre Mutter auch, kann ja dann auch was davon essen. Dann quatsch doch mal ein bisschen mit. Hier um Rat bitten, ist vielleicht eine gute Idee. Aber die haben ja auch eine sehr gute Beziehung, was ich halt sehr, sehr schön finde. Mit echtem Mikrohaus angeben, Alter. Sie sagt halt jetzt so, ja, es ist natürlich noch nicht das Richtige, was ich mir so vorgestellt habe. Aber ihre Mutter beschwichtigt sie natürlich, dass das alles nicht so schlimm ist, wie es gerade aussieht. Sie hat zumindest ein Dach über dem Kopf. Und hey, es ist eine eigene Hütte. Und das ist bestimmt noch besser werden wird. Sie hat ja auch dieses Buch geschenkt bekommen. Vielleicht kann sie das ja lesen. Immer diese für 10, ey.
Nee, nicht die Fotos verkaufen, ja. Die Fotos brauche ich. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ja. Ein bisschen Charisma schadet eher nicht. Ja, jetzt ist halt Autarki, ist halt jetzt ein bisschen lost. Ich hab das mit technische Dings zu spät gesehen. Das wäre natürlich schlauer, aber dann kriegen wir, glaube ich, auch mehr Geld. Aber egal, dann machen wir es nächste Woche vielleicht, wenn ich dran denke. Sieh mal, das ist mein Nickerchen. Mausi. Ich meine, sie hatte herausgefunden noch, dass sie Gartenarbeit mag. Deswegen vielleicht, wenn hier irgendwas wächst, könnte das interessant für uns werden. Ach, jetzt denkt sie auch noch über ihren Dad nach. Mann. Aber ich denke, dass die Maus jetzt auch erstmal dann schlafen wird. Denn morgen ist ein neuer Tag. Und vielleicht wird dann alles besser. Guten Morgen. Ess mal ein Onigiri. Und wir randomisen. Und das ist die 85. Gehe bowlen. Ich habe aber, glaube ich, gar keine Bowlingstation platziert. Deswegen müssen wir das mal eben machen. Blue Velvet Bowling. Das ist eine kleine Renno, ne? Von dem Dings. Finde ich eigentlich süß. Jedoch. Ist doch süß. I like it. Es ist halt nur die Frage, mit wem geht sie da hin? Vor allem dann nach der Arbeit noch. Das könnte, glaube ich, sehr anstrengend sein. Aber es ist okay. Sie denkt die ganze Zeit an ihren Dad. Vielleicht sollten wir ihren Dad einladen. Sie muss aber bis 18 Uhr arbeiten. Das ist halt ein bisschen lost, aber es gibt Schlimmeres. So, erstmal ein bisschen Fernsehen. Sie kann ja auch am Handy Spiele spielen, aber ich glaube, das zählt nicht. Oh, doch! Aber absolut fast gar nicht. Aber hier sind noch Sachen. Zitronenbaum. Ich finde hier gerade so viele tolle Sachen. Schön. Ist auf jeden Fall hilfreich. So, der ist auf jeden Fall mehr wert. Die Zitronen könnten wir halt eventuell anbauen. Zumindest erstmal. 40 und 70, sehr schön. Ein Saphir. 45, ein Rubin. Moon möchte Best Friends werden. Ja, bitte. Ist schon ein bisschen süß. Und Quarz haben wir noch. Dann züchtet ihr mal. Wir haben jetzt 2 von den 100ern. Yes. Das ist sehr, sehr gut. 245. Winterfestes Smoken. So, sie geht erstmal arbeiten. Potenziell unbehagliche Konversation. Sunny bemerkt, dass der nächste Kunde in der Chatschleife eine ehemalige Flamme von ihr ist. Sie hatte noch nie in irgendeiner Form eine Flamme, aber okay. Und die Sache ist damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Soll sie den Chat starten oder so tun, als hätte sie nichts gemerkt? Wir starten natürlich den Chat. Zum Glück von Sunny war die Beziehung nicht so einprägsam, wie sie gedacht hatte. Oder wenigstens erkennt die Flamme ihren Namen und das Profilbild nicht. Sunny erfüllt die Serviceanforderungen dieses Kunden und vermeidet eine unangenehme Konfrontation. We love a Leistungsverbesserung. Wow. 695? Wow. Direkt befördert worden. Oh, Edelstahlomat. Fancy schmancy. Wir haben zwar keinen Platz dafür. Trotzdem schön. Zu kalt zum Pflanzen. Super. So, dann geht sie einmal duschen. Moon ruft an. Die ist so süß. Sie ruft alle 2 Minuten an. So, dann können wir ja Jericho einladen. Warte, wir müssen das so machen, glaube ich. So, Blue Velvet Bowling. Natürlich gehen wir mit Jericho. So, die reden natürlich erstmal kurz. Und dann zum Bowlen einladen. Wir machen mal 5 mit Jericho. Hör mal, sie ist ja ready zum Bowlen, ne? Oh, sie mag Bowlen. Süß. Sie so, ich brauche keine Bowling-Schuhe. Oh, wow. Erstmal richtig hart gemault. Sicher, dass sie es mag? Heute Abend ist Alien-Nacht. Na super. Er ist einfach gegangen? Was? Oh, Bobby. Der sieht ja gut aus. Hello. Nee, dann hör auf zu bowlen, Girl. Sie kann nicht aufhören, okay. Aber ich würde mich gerne mit ihm anfreunden. Ist ein hübscher Mensch. Sie hat Level 2 erreicht, wow. Hi, Bobby. I wanna know you. Oh, enger Zusammenhalt, süß. Aber es ist mir egal, dass der erste Eindruck schlecht ist. Es ist immer noch ein erster Eindruck. Ich meine, es ist ja ein hübscher Mensch. Also vielleicht geht da ja was. Ich finde das süß, dass er ein Hörgerät hat, ne? Ich würde das dann halt auch beibehalten, wenn er jetzt wirklich eine Rolle bei uns spielen sollte. Oh mein Gott, ich glaube, er findet uns kacke. Ah ne, es ist Rory. Aber trotzdem, irgendwie lief da was schief. Aber ich weiß nicht wieso. Vereintlich? Verstehen die sich ganz gut. Aber er ist manchmal ein bisschen verwirrt von uns, glaube ich. Ja, irgendwie. Vielleicht ist es doch nicht so ganz das. Aber er ist hübsch. Naja, vielleicht meldet er sich ja nochmal bei uns, wenn er Interesse hat. Aber anscheinend ist das Interesse gerade nicht zu groß. Also sie muss dann sogar eine Stunde länger arbeiten. Ekelig. So, Zeit für einen Obstsalat. Dann wird auf Klo gegangen und dann wird geschlafen. Dabei kann sie wenigstens nicht die Hütte in Brand setzen. Okay, sie wollte nicht pinkeln. Ach ja, es ist ja Winterfest, das heißt, wir müssen gar nicht arbeiten heute. Warum kann sie nicht auf Klo? Hä? Jetzt geht's. Hä? Nee, Girl, geh mal kurz raus. Weil wir haben jetzt 1000 Simoleons. Können wir ja so ein kleines Bad bauen. So. Fliesen. Mehr Fliesen. Ist jetzt nicht perfekt, aber was soll's. Soll's ja auch nicht sein. So, hier haben wir noch Fenster. Können wir den Kühlschrank hier rüberstellen. Eine zweite Theke platzieren. Können wir nämlich unseren tollen Edelstahlomat hier hinstellen. Und diese Dings kann ich mir auch leisten. Wie schön.
Weil dann können wir Dekoration anbringen. Juhu, toll. Hatte noch nie eine schönere Dekoration. Das ist ihr Weihnachtsgeschenk an sich selbst. So, und dann vielleicht besuchen wir ja am Weihnachtstag unsere Familie. Was haben wir eigentlich heute vor? Wir haben heute vor 51. Ändere dein Bestreben. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Because wir werden eh nicht Strangerville spielen. Hallo, ich besuche euch. Nee, aber ich glaube schon, dass sie ihre Eltern halt dann so besuchen würde. Als ob sie alleine so an Weihnachten chillt. Nee. Hi. An Tür klopfen. Und ich würde gerne zumindest so einen Geschenkeberg platzieren. Schon ein bisschen traumatic hier, ne? Ist ja immer noch alles dreckig. Sie hat gerade Geld ausgegeben für mehr Getränke. Ja, dann trink's wenigstens auch. Das Ding ist, ich kann hier, glaube ich, nicht kochen, ne? Die rasten dann wieder richtig aus. Aber ich würde schon sagen, dass die einfach mal zusammen Geschenke öffnen. Finde ich sehr, sehr süß. Oh. Oh. Sie ist nicht so erfreut über ihr Geschenk. Okay. Was sagt sie denn? Also sie freut sich auf jeden Fall erstmal, dass sie das abgeschlossen hat. Und sie mag ihr Geschenk. Eine Staffelei von Künstler und Pech. Hat das was zu bedeuten? Dann entferne ich das natürlich wieder. Familiärer Kuss bitte. Ich brauche das mal kurz. Ja, I love you. No, ihr seid alle so süß. Okay, sie hat auf jeden Fall alles abgeschlossen, was sie sich hier so gewünscht hat schon mal. Das ist supi. Ich finde es sehr spannend, dass sie eine Staffelei bekommen hat, ne? Können die zu dritt Fotos machen? Frage für mich. Weil wenn das klappt, wäre das richtig süß. Toll. Schönes Familienfoto auf jeden Fall. Was sind das für Fotos? Ja, ich weiß, ihr alle vermisst euer Familienmitglied. Ja, ihr alle vermisst Cloud, aber ihr könnt doch jetzt nicht alle heulen. Das ist schon besser. Ihr seid doch auch welche. Das fühle ich auch ein bisschen. Ja, ist das dumm. Diese Familie hat einen Schaden and it shows. Warum ist sie jetzt schon so müde? Wir sollen das Bestreben ändern, ne? Ich glaube, Computer Freak könnte sehr, sehr gut zu ihr passen. Und wir können ja mal gucken. Wir nehmen mal stets willkommen, weil dann können wir nämlich das Festmahl auch machen. Wie es brennt. Level 3! Klar. An Weihnachten laufe ich auch immer im Handtuch rum. Oh, ne. Mann. Kannst du es löschen? Ey, sie hat ihre Angst verloren. Ich glaube, sie sollte einfach gehen. Ich glaube, sie fühlt sich jetzt einfach schlecht, dass sie schon wieder ein Feuer ausgelöst hat. Sie hat Angst, dass sie jetzt halt die Laune runtergezogen hat und sie geht jetzt einfach. Sie konnte zwar ihre Angst besiegen, aber es ändert natürlich nicht, was mit Cloud passiert ist. Also sie sollte vielleicht erstmal ein Nickerchen machen. Oh, Jericho ruft an. Ich glaube, ehrlich gesagt, also er fragt jetzt ja, ich möchte hier mit jemandem ein bisschen mehr Zeit verbringen. Denkst du, das ist eine gute Idee? Aber ich glaube, eigentlich wollte er nur wissen, wie es ihr geht. Unterschwellig zeigen, dass er trotzdem so für sie da ist. Auch wenn das jetzt natürlich wieder ein bisschen blöd gelaufen ist. Aber ich finde es süß, dass er sich direkt wieder meldet. Aber klar, bleib am Ball. Das Leben ist halt doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Aber hey, sie gibt ihr Bestes. Ich denke, wir sollten uns auch ein Waschbecken holen. Hier so ein runtergekommenes finde ich gut. Ich würde sie jetzt ja gerne trainieren schicken oder so, aber es geht halt nicht. Würde ihr auch gerne diese Kletterstation irgendwann kaufen, weil sie mag ja klettern. Ah nee, sie mag Snowboarden. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja, dann gehen wir eben graben. Ich meine, bei dem Wetter jetzt nicht besonders toll, aber manchmal muss das eben sein. So, zwei Kalksteine. Das eine ist leider zerbrochen. Das andere ist 45 Simoleons wert. Das heißt, wir können das hier noch nicht reinstellen. Okay, sie möchte sich jetzt erstmal einen Kaffee gönnen, I guess. Darf sie ja auch. 441 am Feiertag. Hey, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Aber vielleicht brauchen wir diese Wand auch erstmal gar nicht. Ja, dann lassen wir das erstmal so. So, können wir die Staffelei nämlich reinholen. Weil wenn sie dann mal doch zeichnen möchte, kann sie das hier drin tun. Die Tür mache ich, glaube ich, hier hin. Einen Ofen kann ich mir leider nicht leisten. Obwohl, der Busch kann weg eigentlich, ne? Reicht leider trotzdem nicht. Aber das ist okay. Hey, das ist doch schon mal viel besser. Weil vielleicht malt sie jetzt ja einfach mal was. Level 2 der Programmierfähigkeit hat sie ja zum Glück schon. Das heißt, für die Arbeit muss sie erstmal nichts machen. Vielleicht ist das ja voll ihr Ding. Ich male mittlerweile so selten in Sims, weil man damit teilweise zu einfach an Geld kommt, finde ich. Wenn die jetzt so richtig viel wert sind, wir müssen die ja nicht unbedingt immer verkaufen. Wir können ja auch einfach sagen, okay, wir hängen die dann auf oder wir verschenken die oder so. Zwingt uns ja keiner, sie zu verkaufen. Vielleicht ist das jetzt einfach ihr Ding. Mal gucken. Vielleicht gefällt es ihr. Weil ich meine, Santa wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn es ein Geschenk für sie ist, ja? Wie süß ist das? Junge, schlechte Qualität und 117 trotzdem. Können wir gern verkaufen. Ja, auf dem Weg zum Ruhm. Ich weiß ja nicht. Aber süß. Jody Lewis. Wer bist du? Was willst du hier? Leave me alone. Dieses Haus sieht einfach noch schlimmer aus als vorher, ne? Also vom Design her sieht es hässlicher aus. Aber es ist funktionaler. Wir haben mehr Dinge.
Ich glaube, sie legt sich jetzt auch einfach schlafen. Santa! Wir stellen es natürlich respektvoll vor. Wir fragen wie ihn nach einem Geschenk. Also wenn er schon vorbeikommt. Mal gucken. Was hat er sich für uns denn ausgedacht? Oh, sie liebt es sogar. Wow. Was hat sie bekommen? Eine Spielmatte? Hä, voll geil. Aber ich glaube, die passt hier nicht rein. Nee, ist ein bisschen eng. Hä, aber voll cool. Das passt halt auch richtig zu ihr. Weil sie ist ja so eine Computermausi. Toll. Santa denkt sich so, ich trinke jetzt erstmal hier einen Kaffee. Wir sind gut kompatibel mit Clemens Frost. Er trinkt einfach meinen Kaffee leer. Süß, Anissa hat geheiratet. So, und an diesem Morgen beenden wir auch den Part mit einer hungrigen Sunny. Ich hoffe, euch hat Part 1 von Generation 3 gefallen. Wir haben es diese Generation auf jeden Fall erstmal wieder schwerer. Weil letzte Generation war ja super easy am Anfang. Wir hatten ja extrem viel Geld. Gegen Ende ja dann auch nicht mehr. Aber am Anfang war alles super easy. Ja, aber unser Leben wird bestimmt noch einfacher in irgendeiner Form. Hoffentlich. Ich würde es mir für Sunny wünschen. Sie hat es jetzt auch mal verdient, ein schönes Leben leben zu können. Ich hoffe, euch gefällt Sunnys neues Aussehen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare für diese Generation. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!